Hallo Freunde der virtuellen Realität von Landeshaut und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dingsabumster mit Dingsabumster, Ultimate Farm, genau, da sind wir und wir sind heute beim Füttern. Ich dachte, ich nehme euch einfach mal zur Abendfütterung mit, na, wir haben es jetzt so im Mai ungefähr, es wird nicht mehr ganz so früh duster, aber es wird doch noch relativ früh duster und leider hatten wir jetzt den ganzen Tag über vollen Regen, also konnten wir nicht viel machen. Aber was wir jetzt machen, ist natürlich die abendliche Fütterung. Wir machen jetzt uns eine schöne Futtermischung. Müssen wir jetzt hier nochmal schauen, dass wir hier auch wirklich eine schöne Mischung haben. Müssen wir jetzt hier gleich mal gucken. Wir haben jetzt ja unsere schönen Kraftfütter und so. Kraftfütterchen. So, halt. Müssen wir schauen, ob wir in diese Gruppe hochschalten. Perfekt. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier am besten hindeichseln. Wir fahren jetzt erstmal da nach hinten, würde ich sagen. Ja, so machen wir das. Fahren den Karren jetzt mal da hinten hin. Können auch schon mal hier das Rührwerk anmachen, wir können auch schon mal das Handgas zudrehen hier, andrehen, zudrehen, aufdrehen, zweimal rum, so. Und dann fahren wir uns einfach mal so hier in die Mitte rein. So. Und jetzt müssen wir mal schauen, was wir jetzt hier theoretisch reintun können. Ist, Silage, Heu und, Mineralfutter. Und so machen wir das jetzt. Jetzt werden wir erstmal unser schönes Lieblingsgerät holen. Ich warte wirklich gerne in den kleinen Kramer. Das ist echt, auch wenn das immer noch finanziell wehtut, aber es ist ja alles auf Kredit. Das ist jetzt das Puh, ne? Also das tut schon alles richtig finanziell weh. Aber was soll's, ne? Was soll's? Man kann ja nicht... Geht halt nicht anders, ne? Geht halt nicht anders. Genau, jemand meinte, ich sollte mal schauen, ob ich nicht eventuell eine Greifschaufel mir besorgen könnte, die beides anladen kann. Also eine Greifschaufel, mit der ich auch die Ballen laden könnte, aber was halt wirklich eine richtige Greifschaufel ist. Und das ist an sich keine ganz schlechte Idee. Im Gegenteil, das ist eigentlich eine relativ gute Idee. So, genau. Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier diese Silageballen, die hier liegen, mal wegtun. Da ist leider die Folie kaputt gegangen beim Transport, aber die waren ja schon so lange draußen, die sind ja schon gegärt. Von daher, die müssen wir jetzt halt direkt mal verfüttern. Und ja, an sich eine Greifschaufel, eine richtige Greifschaufel, wäre wahrscheinlich tatsächlich nicht verkehrt. Weil wir haben jetzt hier dieses Greifteil, womit wir jetzt hier alles beladen. Also sowohl die Ballen als auch das andere. Aber es ist halt keine Schaufel. Das heißt, sobald es irgendwie dran geht, dass wir eine Mineralfutter, Kraftfutter oder sonst irgendwas laden müssten, müssen wir halt wieder umhängen. Und ja, ne, wenn ich Schweine füttere, muss ich umhängen. Das heißt, ne, idealerweise hätten wir tatsächlich eine Greifschaufel, die aber eine richtige Schaufel ist. Also ne, die einen richtigen Boden hat, womit wir dann die losen Schüttgüter laden können, womit wir dann aber auch irgendwie die Ballen greifen können. Weil das klappt mit diesem Teil ja auch. Und ich kriege auch hier die Ballen irgendwie gegriffen, indem ich das halt hier so anpacke und dann hier so auf den Ballen draufpiekse quasi. So, das funktioniert ja. So, machen wir ein bisschen die Zange zu. Ah. Auch jetzt hat es gepackt. Ganz so gut funktioniert es nicht, ne? Das ist immer so ein bisschen das Problem. Aber meistens klappt es doch halbwegs. Ihr seht auch, dass mit den Silageballen ist das Ding schon auch hart an der Grenze unterwegs. Also... Vor allem, wenn es halt dann so weit vorne raushängt. Da könnte man fast noch ein bisschen Zusatzgewicht irgendwie hinten brauchen. Oder zumindest mal Wasser in die Reifen tun oder so. Wäre vielleicht keine ganz doofe Idee, zumindest hinten in die Reifen Wasser zu tun. Aber immerhin, ich brauche mir am Berg keine Sorgen machen. Und wenn ich jetzt hier voll einschlage, dann brauche ich mir auch keine Sorgen machen, dass das Ding umkippt und so. Also, dass der kein Knicklenker ist, hat schon auch seine Vorteile. So, dann schmeißen wir das Ding da hier rein. So. Was wir den Ballen jetzt hier wieder runterkriegen von dem... Perfekt. Und, ja, dann kommt jetzt hier halt nicht das, sondern das da drüben. Das kommt jetzt hier rein. Das war jetzt ein Ballen Grassilage. Jetzt kommt ein Ballen Maissilage rein. Also nicht ein Ballen, sondern wir packen das jetzt hier mit diesem schönen Gerät. Na, das macht immerhin schöne Abschnittkanten, aber das Problem ist, dass halt das trotzdem hier unten durchgeht. Na, diese Zange ist eher für Grassilage gedacht, obwohl die Dinge hier unten relativ dicht beieinander stehen. Wir machen immer ein bisschen Sauerei, es fällt immer was unten raus, weil die ja doch relativ fein und relativ pulverig sozusagen ist, diese Silage. Diese Mais-Silage, von daher, das ist, ideal ist es nicht. Von daher, deswegen, so oder so bräuchten wir da eigentlich ein anderes Gerät. Das macht schon Sinn. So, jetzt müssen wir mal generell schauen. Ich bin jetzt noch gar nicht so dran mit den neuen, machen wir auch mal Licht an, so langsam. Noch gar nicht so ganz dran mit dem neuen Futtermischwagen hier. Mit den Füllmengen, dass das vernünftig hinhaut. Weil der doch relativ groß ist, ne? Der ist viel größer als der andere. Müssen wir jetzt mal gucken, ne? Müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich mache ja eine relativ heulastige Fütterung immer noch.
Könnte man auch ändern. Man könnte auch anfangen, mehr Silage als Heu zu füttern. Wir wollen ja schön auf Milchleistung gehen. So. Ich glaube, ich packe 4 von diesen hier rein. 4 von den Staffeln hier. Oh, na, das Schöne ist, mit 3 Schaufeln kriegt man im Grunde eine komplette Abschnittkante hin. Und das müssen wir auf jeden Fall machen, denn wir müssen eigentlich in jeder Fütterung sollten wir eine Abschnittkante komplett quer rüber machen. Deswegen, wenn das Silo voller wäre, dann ist auch nicht so einfach. Ich weiß noch gar nicht, was wir mit dem Mais machen. Ob ich den Mais irgendwie versuche, mit ins Grassilo mit einzusilieren. Das Problem ist halt, dass man das echt irgendwie dann schichtweise machen müsste. Und das Problem ist, dass das Grassilo bis dahin auch leer sein müsste dann wieder. Und ja, ich möchte eigentlich jetzt ja den nächsten Schnitt ins Hochsilo einsilieren. Und deswegen weiß ich nicht, ob das, ne, ob das Sinn ergibt und funktioniert, dass wir das irgendwie zusammensilieren. Weil, ja, na, den Mais machen wir erst ja recht spät im Jahr und dann müsste das bis dahin wieder raus sein. Das weiß ich nicht, ob wir das logistisch hinkriegen oder ob wir den Mais halt wieder hier ins Fahrsilo reinfahren müssen. Und ja, in dem Fall müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen, weil wir jetzt ein bisschen mehr Mais haben werden. Eine Abschnittkante, ob das dann passt, aber ja, ihr seht das, ne? Wir haben jetzt im Grunde eine relativ gute Abschnittkante, also könnten noch ein bisschen mehr theoretisch machen. So, jetzt haben wir hier drin so viel Silage ungefähr. Jetzt ist aber hier... Ja, jetzt packen wir mal einen großen Heuballen dazu und dann schauen wir einfach mal, wo wir landen. Vom Gewicht her. Haben wir schön eine Waage vorne dran. Aber ich glaube, vom Gewicht her brauchen wir noch mehr. Ne? Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. So. Mal schauen, ob wir den hier auch so gebissen kriegen. Wenn wir hier so reinpacken, so. Ah. Okay, ne, das hat schon mal nicht geklappt. Das ist halt leider so ein bisschen das Problem. Ich müsste jetzt schon wieder um... Huch. War so nicht gedacht. Ich müsste jetzt schon wieder umsatteln auf das andere Gerät. So, hier voll reinrammen. So, ein bisschen habe ich jetzt reingepickst, kriegt man von der Seite. Doch, das könnte funktionieren. Das haut, glaube ich, hin. Ganz ideal ist es nicht, aber... Ja. So. Dann werden wir mal schauen, ne? So viel Gewicht ist in so einem Heuball nicht drin im Vergleich zum Silage. Ich nehme mal an, dass wir jetzt gewichtsmäßig halb so viel Heu reinschmeißen, wie wir jetzt so eine Silage drin haben mit diesem einen Ballen. Müssen wir jetzt mal gucken. Upsi, upsi, so. Halt. So. Aber eigentlich müsste das, glaube ich, von der Mischung her relativ gut passen, wenn wir das jetzt hier vor uns reinmischen. Aber man, der mischt sich jetzt hier schön durch. Ach, das ist eigentlich keine ganz schlechte Mischung. Jetzt packt man noch ein bisschen. Ah, wir haben jetzt im Moment, glaube ich, ein bisschen mehr Heu im Vergleich zur Silage. Wir machen das jetzt wieder so, dass wir doch ein bisschen mehr Silage reinpacken, wenn wir jetzt hier schon dabei sind. Packen wir einfach nochmal 2 Schaufeln hiervon rein. Wie gesagt, ich muss mir da mit der ganzen Mischungsgeschichte, muss ich mir noch ein bisschen wieder Gedanken machen mit dem neuen Mischer. Wie wir das machen, damit unsere vorhandenen Ballengrößen und so, dass wir da eine schöne Mischung hinbekommen. Eventuell müssen wir auch nochmal ganz anders unsere Mischung aufteilen, dass wir das nochmal ganz verändern. Das können wir natürlich auch machen. So, packen wir nochmal einen rein. Ich glaube, da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir letztes Mal auch waren. Letztes Mal haben wir auch nochmal ein bisschen Silage dann draufgepackt. Also, jetzt waren wir bei 4. Das sind 6. Ne? 6 Greifschaufeln Silage, Mais-Silage, die wir reinhauen. Und Ballen Grassilage und ein Ballen Heu. Das wäre dann zumindest die aktuelle Mischung und dann fahren wir damit noch unter die, das Mineralfutter und kippen noch ein bisschen Mineralfutter drauf. So, jetzt weiß ich nur nicht, ob unser großer Mischwagen hier, der überhaupt hier drunter passt da oben. Dann wird man es gleich sehen. Ich lasse den Lad jetzt mal hier hinten stehen, weil jetzt eh hier hinten die Mischung machen ist vielleicht auch, wobei wir brauchen den eh wieder zum Schweinefüttern. Den Schweine füttere ich zurzeit nur einmal am Tag, aber müssen wir morgen auf jeden Fall morgen früh wieder machen. Packe ich immer so viel in Futterdruck rein, dass es halt über den ganzen Tag im Grunde reicht. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob man die lieber mehrfach wenig füttert, dass, ne, nicht, dass sie sich irgendwie vollfressen oder so und dann später nichts mehr essen und ob man sie eher gleichmäßig verteilen möchte. Ich glaube, die Frage hat man schon mal. Ne? Ich glaube, da habe ich mich schon mal bei euch gefragt, weil ich da halt nur schweinetechnisch... So, jetzt ist natürlich hier der Weg auch ein bisschen blöd. Wenn ich hier öfter langfahren muss mit dem Futtermischer, dann müssen wir den ein bisschen einebnen und vielleicht ein bisschen Kies oder so hin tun, dass wir da nicht einen riesen Matsch haben, wenn es immer regnet. Das glaube ich besser wäre. Definitiv besser wäre. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da doch, da komme ich drunter mit dem Futtermischer. Ist jetzt nur die Frage, wenn ich jetzt hier so im Kreis rumfahre, ob ich da rumkomme? Nee, ich glaube nicht. Nee, das ist zu eng. Nope, das wird nichts. Da komme ich so jetzt. Also ich käme jetzt hier schon so rum, aber nicht unter das Rohr drunter und
Dann müssen wir nochmal ein Stück zurücksetzen. Aber das können wir ja machen. So. Dann setzen wir hier ein schönes Stück zurück. Dass wir hier... Ah. So, nochmal ein schönes Stück vor. So, und jetzt kommen wir ein bisschen... Haben wir es immer noch nicht ganz gepackt. Ich glaube, beim nächsten Mal fahren wir einfach vorne vorbei und fahren hier durch die Hütte durch. Ich weiß auch nicht, warum das Silo hier platziert ist. So ganz ideal ist es nicht, aber es sitzt halt auch auf einem Betonklotz. Ich weiß nicht, ob wir den Betonklotz irgendwo aufladen könnten. Der ist schon ziemlich schwer, dass wir den irgendwo anders hinbringen könnten und das Silo anders hin tun. Weiß ich jetzt nicht. So. Was haben wir da jetzt drin? Ganz kurz schauen. 100 Liter, ja, das haut hin für den ganzen Dinger. Ich glaube, das passt so. Hätte vielleicht auch 200 Liter rein. Ah, nee, ich glaube 100 Liter mit Kraftfutter passt schon, Mineralfutter für das. Auch das weiß ich nicht, ne, was da jetzt passend ist, was da jetzt ideal ist. Vielleicht ein bisschen wenig. Keine Ahnung. Ja. Füttern wir mal das Ganze. Müssen wir natürlich auch wieder rückwärts reinrangieren, weil ich drüben ja nie rausfahren kann, weil wir ja immer gedacht haben, wir fahren hier eh rückwärts durch. So. Jawohl. Immer in die ganz langsame Gruppe. Und dann, na, wir machen ja nicht den vollen Futtergang voll, wir machen nur in etwa den halben Futtergang voll, weil wir ja gar nicht genug Kühe haben. So, dann machen wir jetzt hier auf. Dann machen wir jetzt hier den halben Futtergang. Ah, da kommen sie schon zum Futtern. Sehr schön. Fertig. Aus. Feierabend. Das haben wir geschafft. Machen wir das Tor zu. Und ja, den anderen lassen wir da hinten. Alles gut soweit. Perfekt. Schweinchen geht's auch gut. Würde ich mal sagen, das ist der Feierabend für heute. Wir gucken einfach mal, was morgen der Tag und das Wetter so bringt. Und was wir da machen. Ich würde mal sagen, bis gleich. Guten Morgen. So, da sind wir wieder. Und ja, der erste Auftrag des Tages ist natürlich gleich wieder füttern. Wie soll es auch anders sein, ne? Ist klar, müssen wir wieder machen. Möchte jetzt aber nicht unbedingt gleich nochmal so machen. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt eine Zeitraffaufnahme davon, weil ihr habt es ja eben gerade schon gesehen. Und wir machen jetzt einfach das gleiche nochmal. Von daher, das sollte jetzt ja nicht so unbedingt, müsste ich jetzt ja nicht unbedingt nochmal zeigen, dann würde ich sagen. Oder was meint ihr? Ja, glaube ich auch. Also würde mal sagen, wir machen eine Zeitraffaufnahme, füttern nochmal. Kommen natürlich dann auch gleich die Schweinchen mit dran. Und ich wünsche euch viel Spaß damit und bis gleich. Da sind wir wieder, liebe Freunde. Da sind wir wieder. Und ich habe natürlich gerade vergessen, Kraftfutter in Futtermischung reinzutun. Ja, ich mache mich nicht so gut. Ich kriege gleich wieder Ärger, ich sehe schon. Aber das ist ganz was anderes. Da müssen wir jetzt doch mal... Im letzten Video, da haben wir uns ja so ein bisschen problematisch gehabt mit diesem Gerät hier und dem Tanken des Gerätes. Und ja. Ich bin so blöd, ne? Ich bin schon richtig, richtig blöd.
habt's gerade schon gesehen, ne? Aber ich wollte jetzt doch an die Zapfsäule ranfahren. Wenn man so einen Mod reintut, wo man von außen tanken muss, dann muss man das auch, ne? Also... Sollte man das nicht vergessen, dass man das gemacht hat. Das ist nur die Frage, ob das auch funktioniert. Tut das nämlich nicht. Drücke R wie blöde. Funktioniert aber nicht. Ah. Eventuell muss man es auf eine andere Taste legen. Können wir mal probieren. Ja, ich habe den Tanken zum externen Tankenmod drin irgendwann mal mit reingenommen. Das ist schon so lange her und ich habe schon so lange nicht mehr getankt, dass ich es komplett vergessen habe. Aber ja. Ich dachte mir noch, hä? Warum geht das nicht? Was ist kaputt? Mod ist kaputt. Nee, der Modellecker ist kaputt. So sieht es nämlich aus. So, manuelle Entladung, manuelles Ankuppeln. EV. Easy Dev Controls, anpassbare Kamera, Wärmepack, Pack, Kubota Pack. Ah, das war schon mit den Mods. Hat er keine Belegung? Guidance Steering, Mischwagen Display, Vorsicht, Eye Tracking umschalten und VCA. Ja, ist keine Belegung für. Dann ist natürlich die Frage, warum ich den nicht betanken kann. Warum geht das nicht? Ich drücke R und es tut nicht tun. Muss der Motor an sein dafür? Nein. Ah. Mist, was ist da los? Was ist da los? Ich bin so blöd, ne? Ich bin so dermaßen blöd, ne? Mann, ist der Modellecker blöd. Mann, ist der Modellecker blöd. Ei. Ja, ne? Wer hätte gedacht, wenn man keine Kohle auf dem Konto hat, dann kann man nicht tanken. Tja. So ist das mit den Kartentankstellen, ne? Die geben einem nur was, wenn das Ding auch gedeckt ist. Ei. Ich bin so doppelblöd, ne? Zum einen komplett vergessen, dass ich das manuelle Tanken drin habe. Und zum anderen komplett nicht auf dem Schirm gehabt, dass man da ja... Meine Fresse, bin ich blöd. Ei. Ja, ich hoffe, er hat einen guten Lacher daraus. Oh Mann. Ei. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Mann. Unglaublich. So, ich glaube, hier in diesem Flapper muss man tatsächlich so ein bisschen zur Seite lehnen, wenn man mit dem Pferd, dann sieht man nämlich auf der Gegenfahrspur, wenn Autos sind. Aber gut, man auf der eigenen sieht man dann nicht mehr so gut. Vielleicht muss man sich eher ein bisschen auf die Seite lehnen, ne? Dann kann man schön an den Ausbruch vorbeigucken und sieht trotzdem, was los ist auf den Straßen. Ich glaube, das macht Sinn, sich so ein bisschen in die Richtung zu lehnen. Ja, das ist relativ gut, weil man sich ihre Kurve vielleicht ein bisschen hin und her lehnen muss. Er hat halt schon ziemlich Glötze da vorne, damit er mit dem dicken Luftfilter und dem dicken Auspuff, wo man dran vorbeigucken muss. Es gibt schon Gründe, warum das mittlerweile immer im Kabinenrahmen ist und nicht mehr so hinten auf der Haube. Wobei ich es optisch irgendwie von außen vor allem finde, ich hat es halt einfach was, wenn so ein also der massive Luftfilter und so ein massiver Auspuff auf der Haube rausgucken. So, jetzt muss ich gucken, jetzt wäre ich wieder vorbeigefahren. Ich wäre schon wieder vorbeigefahren. Ich muss doch darüber. Eieiei. Einmal mit Profis, ne? Einmal mit Profis. Keinmal mit Profis. Zumindest nicht bei mir. Ich werde jetzt die Scheibenecke anhängen und dann werden wir mal das Sorghumfeld mit der Scheibenecke bearbeiten. Noch mal ein bisschen das Zeug klein zu schneiden, was wir jetzt gemulcht haben. Wobei, na, eigentlich bräuchte man da vielleicht gar nicht mehr mit der Scheibenecke drauf. Haben wir mit dem Mulcher das alles schon schön klein gemacht. Und... Ja, was jetzt noch übrig bleibt, ist im Grunde nur das, was im Boden drin ist. Ne? Wobei das ja auch vielleicht nicht verkehrt ist, wenn man das Wurzelwerk ein bisschen durchscheibt, ne? die Stängel, die nur im Boden stecken quasi. Weiß ich nicht, ob das Sinn macht, aber wir fahren einfach mal mit der Scheibenecke drüber, weil wir haben sie ja. Und das geht relativ schnell, mit der können wir auch ordentlich Geschwindigkeit fahren. Und ja, dann machen wir das mal. Jetzt ist der Boden natürlich nicht mehr ganz so trocken. Hier könnt ihr sehen, hier hat es auch schon wieder eine Pütze gegeben. Aber da drüben haben wir ja, ne, sind wir am Hang. Und ich hoffe einfach mal,
dass wir da dann davon verschont geblieben sind. Schauen wir mal. Und dass das jetzt nicht allzu sehr schmiert. Das Problem ist, wir müssen einfach gucken, dass wir vorhin rumkommen. Wir wollen da jetzt zwar mal Mais reintun, wir tun mal vielleicht hier in das Feld auch Mais rein. Also dass wir quasi auf beide unsere Felder jetzt noch Mais reintun, die wir jetzt noch haben. Aber ja, auch das müssen wir dann früher oder später gemacht haben. So ist es ja nicht. So ist es ja nicht. So, dann werden wir jetzt hier mal die Scheibenecke anhängen und dann auf der 4 nochmal eine Scheibenecke zeigen, was wir hatten. Wir müssen definitiv Frontgewichte für den 4 besorgen. So hat das keinen Wert. Ne? Der ist doch immer ein bisschen leicht. Das wäre schon schöner, wenn wir die hätten. So. Können wir hier durch, wenn wir hier rumfahren? Ja doch, das geht. Ich bin schon sehr froh, dass wir die Scheibenecke mitgenommen haben, dass wir die nicht verkauft haben. Die ist doch eigentlich immer noch eine gute Sache. Und vor allem, die hat sich eigentlich schon bezahlt gemacht, weil die haben wir schon so lange im Lohnbetrieb eingesetzt, dass wir da ja schon eigentlich mit verdient haben. Und von da ist sie quasi, ja, ne, nicht ganz bezahlt, aber so ein Großteil ist bezahlt. Und ja, können wir die so noch mit dabei haben und einfach so für diese Fälle nutzen, dass wir halt nochmal kurz geschwind drüber scheiben, bevor wir dann mit der restlichen Bodenbearbeitung dran gehen. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Wobei ich ja ne, ein bisschen überlegt habe, ob ich an dem Feld mit dem Schellflug dran gehen soll. Den würde ich ja doch gerne auch mal wieder richtig ausprobieren. Oha, hier hat es auch eine Pfütze. Okay, hier ist auch wieder richtig nass. Ach, dann hat es auch wieder mehr geregnet, als ich dachte. Oder der Boden ist hier wirklich schwierig. Ich hätte das nicht gedacht, dass wir so viele Wasserprobleme haben. Ich hätte es echt nicht gedacht. Aber das ist schon wieder so eine Pfütze. Weiß ich jetzt nicht, ob wir jetzt auf dem anderen Feld überhaupt mit der Scheibenecke klarkommen oder ob das dann gleich ein riesen Desaster wird. Wir fahren jetzt trotzdem mal raus und schauen uns einfach an. Ach, dieser Hügel hier, der geht mir sowas von auf den Zeiger, dass ich hier jedes Mal fast mit den Maschinen aufhänge. Müsste ich echt mal einen Bagger holen und dann hier einfach hier diesen Hügel ein bisschen wegbaggern. Weiß nicht, ob das irgendwen stören würde. Ein bisschen Bodenbearbeitung macht. Und ich weiß, hier ist eine Einbahnstraße, aber das ist mir sowas von egal. Ich fahre trotzdem hier in beide Richtungen durch, weil sonst ist es ein riesen Umweg, wenn ich anders fahre. Fahren über die großen Hauptstraßen fahren, dann geht es auch immer so den Buckel rauf und runter, ist auch blöd. Und dann machen wir auch immer so einen Verkehrsblockierungsdings, ne, bei den kurvigen Strecken. Bin ich eigentlich relativ froh, wenn ich nicht so viel auf der Hauptstraße fahren muss. Aber gucken wir mal. Ich kann auch mal da unten rumfahren. Da gibt es einen Feldweg, der hier unten durchgeht. Den bin ich, glaube ich, noch gar nicht gefahren. Also hat ein bisschen Schreck gekriegt, wo ich hier so weit ausgeholt habe. Eieiei. Aui. Oh, shit. Da habe ich die Kante mitgenommen. Zum Glück ist ein weicher Flapperreifen, aber trotzdem, das war gar nicht gut. Einmal nicht aufmerksam. Ich bin eh nicht so ganz aufmerksam. Ne? Wie gesagt, ich war... Vor allem beim Mischen habe ich ja komplett vergessen, den Mineralfutter reinzumischen, weil ich gedanklich wieder bei ganz anderen Dingen bin. Ich bin gedanklich im Moment bei Sämaschine, ne, was wir jetzt mit Mais machen. Ich hab, bin fast kurz davor, meine zu bestellen, ne, und eine neue zu kaufen. Und es ist jetzt so, dass ich hier zum Ende oder bei meinem Kubota-Händler könnte ich eine Kubota kriegen, eine 4,5 Meter Arbeitsbreite, oder aber ich könnte eine Amazone kriegen bei einem anderen Händler. Für auch einen sehr, sehr attraktiven Preis. Das ist dann keine ganz, ne, ganz neue, sondern das ist irgendwie so eine 2-3 Jahre alte Maschine, aber noch mit nicht so viel drauf. So, jetzt haben wir hier unten Wasser, damit wir mal da dran vorbei arbeiten. Aber jetzt fahren wir mal hier hoch, machen wir das Allrad an und ja, fahren wir hier mit der Scheibenecke dran. Ich würde mal sagen, wir halten auch ordentlich die Geschwindigkeit. So, schauen wir einfach mal, ob das geht oder ob wir auch durch Tränen schmieren. Ah, es ist schon nicht ganz ideal. Schmiert schon ein bisschen. Aber es geht. Hier oben ist relativ trocken. Ja, doch hier funktioniert es, hier läuft es. 15 km/h. Wir könnten theoretisch sogar noch schneller fahren. Mit der Scheibenecke bin ich auch schon schneller gefahren. Aber wir lassen es jetzt halt mal vielleicht bei 15 km/h sein. Gerade weil hier auch so schräg ist und weil dann doch, dass wir zu sehr durchdrehen. Und ja, Scheiben da jetzt hier mal vorhin zu Ende. Jetzt weiß ich auch nicht. Theoretisch könnte ich hier. Hier gleich um die Kurve ziehen. Nee, das kann ich nicht. Das ist zu eng. So, hier wäre natürlich jetzt das GPS-System ziemlich cool, weil so muss ich jetzt jedes Mal wieder zurücksetzen. Und mit GPS kann ich natürlich jetzt einfach die Bahn daneben reinfahren. Wobei, ich glaube, bei so einem Krummfeld hilft GPS auch nicht so wahnsinnig viel, weil die AB-Linie, wenn wir uns jetzt hier eine schöne AB-Linie, eine kurvige AB-Linie gesetzt hätten, die muss man ja nach unten hin immer korrigieren und anpassen, weil ja das Feld unförmig ist. Von daher, ich glaube, da würde GPS jetzt auch nicht so wahnsinnig viel helfen. So. Ja, nächste Bahn hier vorbei. Wie gesagt, ich bin ein bisschen hin und her blinken. Andere Variante wäre natürlich, den Mais auch mal mit dem Lohner anpflanzen zu lassen. Dass wir einfach ne, den Lohner kommen lassen für die beiden Felder und der das dann ruckzuck vollends macht. Wäre definitiv günstiger als eine eigene Maschine, aber andererseits ist mir die Eigenmotorisierung schon sehr wichtig. Und ich denke, dass wir auch in Zukunft Mais anbauen werden. Und von daher, aber ich weiß es nicht. Andererseits, wir haben jetzt so viele andere Sachen schon gekauft. Wir müssen definitiv noch ein Güllefass kaufen.
könnten auch erstmal ein bisschen einen Schritt zurückgehen mit unseren ganzen Einkäufen. Und ja, den Mais doch jetzt erstmal vom Lohner legen lassen. Wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Ich glaube, das machen wir so. Ich glaube, da lassen wir doch den Lohner kommen für die beiden Felder hier. Da den Mais reinlegen und ja, dann hat sich das erledigt. Dann passt das. Ich sag, wir müssen uns um den Güllefass kümmern auf alle Fälle. Und dann sind wir jetzt, glaube ich, so mit unserer Durchmotorisierung und Veränderung am Betrieb gar nicht so schlecht beisammen schon. Ich glaube, sonst haben wir so ziemlich alles. Ne? Im Großen und Ganzen sind wir da doch jetzt relativ gut beieinander mit. Würde ich mal sagen. Ich freue mich immer noch so sehr, bis wir die Ballenpresse das erste Mal einsetzen. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal eine ganz kurze Zeitraufaufnahme. Wir wollen jetzt fertig hier das Feld und bis gleich. Das hätten wir fertig. Da drüben das Vorgewende kann ich leider nicht wirklich machen, weil das so extrem am Berg ist. Wenn ich Berg runterfahre, nehme ich so viel Erde mit und Berg hoch geht auch nicht, weil na, da habe ich nicht genug Dampf. Ich bin hier unten durch die Pfütze durchgefahren. Ich hätte es nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich habe es einfach, ich stand so vor der Pfütze und dachte, komm, jetzt ziehst du einfach durch. Ich weiß es nicht gut, der Bulldog hat ein bisschen durchgedreht, aber hat einfach durchgezogen, was für mich bedeutet, dass der Boden da nicht durchnässt ist, sondern dass das Oberflächennässe ist, dass das einfach nicht abfließen kann. Und das wiederum bedeutet, dass wir eventuell vielleicht mal mit dem Tiefenlocker rangehen müssen, wenn ich das irgendwie richtig verstehe, wie das funktioniert. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir da vielleicht eventuell, wir könnten auch einfach nur mal an dieser Stelle mit dem Tiefenlocker reingehen. Gar nicht das ganze Feld, sondern einfach nur da unten entlang mal, in dieser Talsohle da. Das war mal hier unten entlang, da war ich ja bisher noch nicht entlang gefahren. Und ja, jetzt kommen wir da oben raus. Ah, okay, da kommen wir da raus. Okay. Nee, das ist ja gut. Das ist ja gar nicht schlecht. Da müssen wir nicht da drüben so lange auf der Hauptstraße fahren. Das ist eigentlich ganz angenehm. Da hier ist unser Grasfeld. Und dann kommen wir jetzt hier auf die Hauptstraße raus. So, da können wir jetzt hier schön rausziehen. Gucken, dass wir keine Schilder nichts mitnehmen. Gucken, dass wir kein Auto nichts mitnehmen. Sorry. So. Ja, nee, eigentlich könnte man echt mal einen Tiefenlocker dranhängen und dann mal durchziehen. Aber natürlich jetzt nicht. Ne? Jetzt ist es zu nass. Wie gesagt, mit der Scheibenecke, ich habe nicht sonderlich tief gearbeitet und ich hatte gut Schwung gehabt und trotzdem hat er dann ziemlich schnell angefangen zu schwimmen und zu radieren. Wenn man da jetzt mit dem Tiefenlocker dran geht, mit niedriger Geschwindigkeit und richtig voll Leistung, das haut nicht hin. Aber zumindest wenn es abgetrocknet ist, müssen wir uns das merken, dass wir da unten an der Stelle mal ein bisschen mit dem Tiefenlocker reingehen. Das könnte ja dann vielleicht schon helfen. Ich weiß nicht, vielleicht auch nicht. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob das eher die richtige Richtung ist oder die eher nicht die richtige Richtung. Weiß ich nämlich nicht so genau. Ne? Das ist nicht mein Fachgebiet. Ich habe mir jetzt überlegt, theoretisch wäre es gut, wenn wir da Gülle drauf tun würden, bevor wir die dann einarbeiten und Mais dran tun. Ich glaube, das würde dem Mais gefallen. Aber ich habe noch kein Güllefass. Das ist das große Problem. Das wäre jetzt dann wirklich sowas, wo wir gucken müssen. Es ist ja nicht so, dass ich nicht danach gucke. Ne? Ich bin ja regelmäßig am Schauen, regelmäßig am Kleinanzeigen durchforsten und so weiter. Es ist halt einfach nur nicht so leicht, was zu finden. Zumal meine Bedingung ja auch definitiv Schlöpfloch ist. Ne? Ich möchte entweder Schlöpfloch oder eine irgendwie andere Möglichkeit der direkten Einarbeitung. Ist eigentlich schon Voraussetzung und es sollte nicht allzu klein sein. Ich dachte mir schon ein ordentliches Fass. Andererseits weiß ich nicht, so groß sind unsere Felder auch nicht und so weit weg vom Hof auch nicht, dass wir wirklich einen riesen Fass bräuchten. Dann jede Größe muss man auch wieder mit sich rumschleppen, ne, und als Gewicht aufs Feld bringen. Also von da, vielleicht sollte ich mir doch nach etwas nicht ganz so großem umschauen. Aber das ist dann noch viel schwieriger, da was mit Schleppschlauch zu kriegen. Ne. Das ist ja fast einfach ein Riesenfass zu kaufen als ein kleines Fass. Aber ein Riesenfass möchte ich definitiv auch nicht. Ne. So. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt hier mit dem Scheibenecken zumindest durch. Das hat ganz hervorragend funktioniert. Das ist eigentlich ganz wirklich angenehm gewesen. Das weiß ich auch nicht, ob ich die Scheibenecken jetzt einfach mal da drüben neben dem Flug reinstelle. Das könnte man doch mal machen, dass sie auch mal im Trockenen ist. Und die muss halt immer draußen stehen. So, schön langsamer Gang. Ja, dann schieben wir die da drüben rein. Und dann hätten wir zumindest das geschafft. Ich weiß, ich müsste jetzt eigentlich sauber machen, aber es ist eh so ein matschiger, klebriger Dreck. Und da ist auch noch mit dem Wasser dran. Und ich warte es vielleicht eher, bis es trocken ist. Und dann fällt vielleicht die Hälfte eh von selber weg. Zumal wir die eventuell auch noch mal einsetzen müssen. Dieses Jahr, wir müssen mal gucken, ne? Also dieses Frühjahr. Je nachdem, ob wir die jetzt hier noch mal einsetzen oder nicht. So, na komm. Zack, perfekt. Eigentlich könnte ich den Schlapp jetzt hier gerade mal für einen Moment stehen lassen, weil ich noch gar nicht so sicher bin, wo wir weitermachen. Hier haben wir noch immer unser schönes Gespann und ich habe mir hier angefangen, was zu basteln. Müsste jetzt gleich in die Werkstatt tun und das vollends festmachen. Und zwar habe ich hier hinten mal ein Winkeleisen dran geschweißt, beziehungsweise dran geschraubt bisher.
an die äußeren Schieber, jeweils links und rechts 1 Meter. Ja, wobei wir theoretisch, eigentlich fährt das, ne? Eigentlich müsste man gar nicht beide machen. Ne? Ich habe jetzt bisher auch erst eins festgeschraubt, ne? Und das andere müsste ich noch machen. Eigentlich würde eine Seite reichen. Da müsste man halt immer so überlappen, dass das, ne, dass man dann die Seite nimmt. Dass ich die Schieber alle, ne, mit einem Hebelzug quasi mit einem Zack machen kann und nicht mit allen. Außerdem habe ich mal mit sehr viel WD-40 die Sähwelle bearbeitet. Jetzt gehen auch die Sähräder für die, ne, die Abschaltung für die Dings wieder, weil ich habe die Fahrgassen auch mit Schieber gemacht, weil die normalerweise hat die so eine Fahrgassenschaltung drin. Ist zwar alles mechanisch, aber ich kann mit einem kleinen Hebel hier ziehen, wo ein Strick dran ist, wo dann die Sähräder ausgekuppelt werden, dass die nicht mitlaufen, für wo die Fahrgassen sein sollen. Und das war aber alles fest und das ging nicht mehr. Habe ich jetzt aber so bearbeitet, dass das wieder läuft. Und wenn ich jetzt die äußeren Schieber hier den 1 Meter zusammen mache, dann muss ich halt einfach nur noch rausspringen und hier zack an dem Flacheisen ziehen. Und dann ist zu bzw. auf. Das ist eigentlich relativ im Rahmen. Ich weiß, ne, einige von euch haben gesagt, das ist eine ganz schlechte Idee gewesen. Ich soll lieber mit 3 Meter weiterarbeiten. Andere haben mir Tipps gegeben, wie ich damit arbeiten könnte. Gibt auch Leute, die haben gesagt, ob ich nicht einfach mit 16 Metern nur spritzen könnte. Das Problem ist, dass hier die halbseitige Abschaltung, ihr könnt das sehen, das äußerste Aggregat hat 1, 2, 3, 4... 5 Sprühköpfe und man schaltet das, die Abschaltung, die Segmentabschaltung funktioniert pro Aggregatlevel, beziehungsweise die äußeren sind 5 und dann sind es immer 3 zusammen, die man abschalten kann. Und diese 5 hier, das sind im Grunde, na, was sind das? Das sind fast 2 Meter, ne? 2 Meter auf jeder Seite, ja, 2 Meter auf jeder Seite, die man damit abschaltet. Das heißt, ich komme mit meinem 18 Meter Gestänge nicht auf 16 Meter. Wenn ich hier einseitig abschalten würde, dann wären wir bei 14 Meter. Nee, wenn ich einschaltig abschalten würde, dann wären wir bei 16 Meter. Aber das Problem ist, dass wir dann 16 Meter versetzt sind, ne, in eine Richtung. Und das hilft uns ja nichts. Wir müssen ja jeder Seite 1 Meter abschalten. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das möglich wäre, dass ich einfach hier außen 2 Düsen wegmache. Ob ich die einfach mit einer Verschlusskappe, ob das funktioniert, ne, dass ich die einfach verschließe, dass dann da nichts rauskommt. Oder ob dann die Spritze Alarm schlägt und, ne, irgendwie ist ja alles elektronisch. Ob das zu Problemen führt, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich damit rumexperimentieren möchte. Ich denke mal, ne, die 18 Meter ausnutzen wäre schon nicht schlecht. Aber jemand hat gesagt, ich hätte einfach nach 20 Meter Spritzgestänge gucken sollen. Es gibt da einfach nichts. Ne? Das Problem ist, dass normalerweise 24 Meter hier so allgemein wohl der Trend ist. Oder man hat da wirklich so eine alte kleine Spritze. Ne? Die Leute, die hier kleinere krumme Felder haben, die haben wahrscheinlich immer so alte kleine Spritzen. Irgendwie so 12 Meter oder so. Aber ja, ich wollte ja eine neue Spritze, weil mir das eigentlich schon wichtig war, dass ich eine vernünftige Spritze habe, weil, wie ich mir denke, ne, gerade beim Pflanzenschutzmittel, da kommt es halt schon sehr auf Präzision an. Und man hantiert halt auch mit gefährlichen Chemikalien und so. Und da ist halt so eine Spritze, ne, die kann sich von selber spülen. Ne? Den Frischwassertank, die hat eine automatische Spülung, kann man quasi, wenn man durch ist, spült die sich selber und so. Das ist halt schon ein gewisser Luxus und Komfort, der nicht verkehrt ist. Ne? Könnte natürlich schauen, ob ich irgendwie noch eine Uraltspritze irgendwo erwische, einfach nur so nebenbei für krumme Felder dann, aber das macht eigentlich auch keinen Sinn. Von daher ist der Gedanke mit der halbseitigen Abschaltung und so, ich weiß, es ist nicht ganz ideal, aber ja, an dem Punkt sind wir halt. An dem Punkt sind wir halt. 6 Meter kann ich nicht wirklich säen und 3 Meter, ich bin halt einfach schon gar mit 4 Metern unterwegs ansonsten. Die andere Alternative wäre, dass echt die Fahrgassen am Ende reinfahren. Ja, oder ich hole mir halt tatsächlich eine 3-Meter-Maschine. Wäre schon auch. Wie gesagt, ich möchte auf die Kreissäge verzichten. Haben auch einige gesagt, das ist Blödsinn. Hör auf mit dem Kreissägen-Gedönse. Mach's vernünftig. Kauf dir eine gescheite Kreissäge oder mach nicht wieder mit der Kreissäge. Ich bin da immer noch ein bisschen versessen drauf. Vielleicht einfach, weil ich dumm bin. Das kann schon sein. Ich habe ja auch keine Ahnung von dem Ackerbau-Gedöns. Aber ich bin ein bisschen versessen drauf, ohne die Kreissäge klarzukommen. Und ja, wir machen einfach das Experiment mal weiter und schauen, was passiert. Und ja, von daher bin ich jetzt eigentlich nicht ganz unzufrieden mit meinem Gespann hier. Das Einzige, was ich halt wirklich finde, dass das Vorderteil relativ schwer am Schlepper hängt und ich brauche irgendwie Gewichte hinten drin oder halt die Maschine drauf. Und was natürlich genial wäre, wäre jetzt hier Zwillingsbereifung. Na, bei diesem Gespann hier, da würde es sich richtig lohnen, hier auf dem Schlepper Zwillingsbereifung drauf, das wäre perfekt. Na, dann hätten wir richtig tolles Gespann. Schauen wir mal. Na, vielleicht kaufen wir jetzt auch mal noch eine andere Sämaschine, aber wie gesagt, eigentlich möchte ich bei den 4 Metern bleiben und das irgendwie hinkriegen, dass das funktioniert. Das wäre schon mein Wunsch, mein Traum, meine Vorstellung. Schauen wir mal, ob das so hinhaut oder nicht. Es ist ja so, dass wir die beiden Maisfelder jetzt eh erstmal mit dem Lohner pflanzen lassen und da machen wir auch keine Fahrgassen rein. Und da sind wir jetzt eigentlich auch durch für dieses Jahr mit dem Gespann. Sonst haben wir alles gemacht jetzt. Was heißt für dieses Jahr? Eine Herbstbestellung kommt dann auch wieder, aber die Frühjahrsbestellung haben wir durch. Kommen jetzt mit unserer eigenen Sämaschine wahrscheinlich nicht mehr dran. Und von daher denke ich mal, würde ich mal behaupten, dass wir dann dieses Problem eh erst wieder im Herbst haben werden. Und dann machen wir uns jetzt mal nicht ganz so viel Gedanken mehr drum, sondern machen uns jetzt eher mal Gedanken um ein schönes Gullefass. Und ich würde aber mal sagen, wir machen uns Gedanken um die Folge oder um das Ende der Folge. Ich glaube, die ist nämlich vorbei.
Und ja, ich bin dankbar fürs Zuschauen. Ich wünsche einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.